Ja, meine Frage an Dima, es ist stark. Meine Frage an Dima, wie er ja mit dem Training ja, hier in Düsseldorf, mit seiner Trainingsgruppe und mit seinen Spielern hier zufrieden ist, ja, wie im Endeffekt das Training in Düsseldorf läuft. Ja, ich glaube, wir trainieren in letzter Zeit sehr gut in Düsseldorf. Wir haben sehr viele neue Trainer dazu gewonnen. Unter anderem dem Helmut Hampel, der auch Rossi sein Trainer war, der viel Disziplin in die Gruppe gebracht hat und ja, unseren Head Coach hier in der Gruppe, den Chayong, etwas entlastet, sodass ich auch wieder mehr ja, in Einzeleinheiten mit Chayong viel am Manyballs bin. Und ja, wir haben viele neue junge Spieler dazu gekriegt, einige ältere wie Christian Süß hat leider aufgehört. Sehr schade, aber zum Beispiel so ein Benne Duda geht hier voran, wirklich mit teilweise 3 Einheiten am Tag. Und ja, ich hoffe, dass sich da auch einige im Beispiel nehmen und ja, da mithalten, damit wir dann wieder auch stärkere, jüngere Spieler kriegen. Sehr stark. Zweite Frage, es steht die WM an. 2000 hat ja Schweden das letzte Mal die Chinesen vom Thron gestürzt. Spielt es in den Gedanken der Spieler auch eine Rolle, dass man weiß, dass Kuala Lumpur vielleicht hoffentlich ein gutes Pflaster für uns sein kann? Ja, ich habe ein interessantes Interview gelesen. Also ich persönlich habe mir erstmal da keine großen Gedanken drüber gemacht, als ich ein Interview von Malone gelesen habe, als er gesagt hat, dass die Olympiade für ihn oder die Olympischen Spiele noch ein Stück weit weg sind und die WM ganz klar im Vordergrund steht. Und ja, dass in Kuala Lumpur ist und im Jahr 2000 China das letzte Mal dort verloren hat, hat er gesagt, sind sie besonders motiviert und ja, passen auf, dass dies nicht wieder passiert. Also die gehen da schon mit Respekt hin. Das ist ein Zeichen für mich, dass sie vielleicht ja, das Ding einfach von 2000 auch irgendwie im Hinterkopf haben und vielleicht etwas nervöser agieren. Deswegen, warum nicht? Lass uns probieren, es den alten Schweden nachzumachen. Und meine letzte Frage. Vor ein paar Tagen hat ja die lebende Legende Jan-Uwe Waldner die Karriere beendet. Was sagst du zu seiner Karriere und hoffst du, dass du auch mal so eine lange Karriere haben kannst? Ja, ich habe ja Waldi noch am Samstag getroffen beim Energis Cup, 2 Tage nach seinem Karriereende, wo er seinen Flug verpasst hat, am Freitag zum Energis Cup, wo er morgens nachgereist ist. Ja, bei Waldi ist es natürlich unglaublich erstaunlich, wie konstant gut er bei den großen Events gespielt hat und bei den normalen Events, wo meine Kollegen Vladi und Timo ja die Konstanz in Person immer waren, hatte dann doch öfter auch mal nach unten gespielt. Aber wenn es drauf ankam, war er besser denn je. Und ja, habe ich auch ein paar Mal mit ihm gesprochen. Und ja, bei ihm ist es ja immer ein schmaler Grat zwischen Seriosität und Sarkasmus irgendwo. Da ist das Wort Overconfidence gefallen. Aber ich glaube, Waldi hat vieles richtig gemacht. Und ist von den Ergebnissen her und von seiner Intelligenz, glaube ich, der beste Spieler, den es je gegeben hat.